Hallo zusammen. Diesen Sommer bin ich unterwegs gewesen mit einer anderen erwachsenen Person und zwei Kindern in einem Wohnmobil 17 Tage von Berlin nach Schottland, durch Schottland und zurück über die Fähre 3500 Kilometern. Und wir haben besucht unter anderem Lough Shiel bei Harry Potter Brücke, eine Ferry Bridge, einmal Edinburgh und auch Balmoral, um nur einige der Highlights zu nennen. Diese Folge ist die letzte und deckt vier anstatt der üblichen 2 Tage ab. Wir waren bei Enniscastle, Castle, einem Harry Potter Drehort, standen noch eine letzte Nacht bei einem sehr empfehlenswerten Pub, hatten einen Verkehrsunfall, hier teile ich meine Lehren, die ich daraus gezogen habe. Wir hatten noch eine ruhigere Überfahrt als auf der Hinfahrt, gingen zu zweit in den Freizeitpark Efteling in den Niederlanden und hatten noch 2 letzte Nächte bei sehr schönen Stellplätzen, davon aber später mehr. In diesem Video arbeite ich wieder mit Timestamp. Wen also die eine oder andere Info nicht interessiert, der skippt einfach weiter. Und auch Spoiler Alert, aus dem Efteling teile ich einige Videoaufnahmen, also was ihr dann hier nicht sehen wollt, dann am besten hier weiterspulen. Wir starten aus dem Morton Hall Camping in Edinburgh, hatten morgens noch Wäsche gewaschen in der letzten verfügbaren Waschmaschine, die Abwassertanks entleert und die Toilette auch und den Frischwassertank wieder frisch aufgefüllt und begaben uns zu Enniscastle, das etwa 2 Stunden Autofahrt entfernt war, 138 Kilometer bzw. 86 Meilen. Vor Ort einen Parkplatz zu finden, erwies sich als recht schwierig. Wir sind einmal durch den Ort gefahren und hatten dort nichts Freies finden können für unser Wohnmobil, sind dann also wieder zurück und hatten dann den quasi letzten möglichen Parkplatz für uns als Wohnmobilfahrer gefunden und gingen dann die Anhöhe hinauf bis zum Enniscastle Castle. Wir waren also über die Lion Bridge rechts oben im Bild zu sehen. Ins Castle gekommen über den Haupteingang, gingen über den großen Innenhof, den Courtyard und besichtigten die Wohnstätte der Familie Percy, die sogenannten Staterooms, gingen auch zum Lion Gate, einem Harry Potter Drehort, besuchten die Ausstellung zum Schloss, die dort angeboten wurde, und sahen auch ein Zaubererspektakel, zu dem ich später mehr erzählen werde. Wir aßen dann später auch noch einen Snack und bevor wir das Castle verließen, machten wir noch einen Abstecher zum Dragon Quest, aber nur ganz kurz und davon haben wir auch keine Videos oder Fotos gemacht, weil wir wirklich nur kurz unsere Nase reingehalten hatten. Wir mussten also weiter zurück zum Stellplatz, weil wir einen Tisch im Pub reserviert hatten und dadurch die Zeit einhalten mussten. Enniscastle ist eines der größten bewohnten Schlösser in England und Heim des 12. Herzogs von Northumberland, der Familie Percy. Es heißt, dass schon im 11. Jahrhundert die ersten Gebäude errichtet wurden und ab dem 14. Jahrhundert, also schon seit über 700 Jahren, ist Enniscastle im Besitz der Familie Percy. Es wurden 41 Filme hier gedreht, darunter zum Beispiel auch Transformers: The Last Night und Downton Abbey und auch 2 Harry Potter Filme, die ersten beiden, um es ganz genau zu sagen. Und auch hier der Lion Gate, den ihr sehen könnt, das war das Tor, durch das Harry, Ron und Hermine gekommen sind, wenn sie zu Hagrid auf dem Weg waren. Auch die Flugstunden wurden hier abgedreht und davon erfuhr ich durch den Podcast von Cold Mirror, aka Cuddy. Herzlichen Dank hierfür. Ganz bemerkenswert fand ich ebenfalls die Schafe vor dem Castle, die auch den Weg oder die Straße zu nutzen schienen, um sich vorwärts zu bewegen. Das fand ich sehr witzig. Im Innenhof des Castles wurden verschiedene Aktivitäten angeboten. Einmal Bogenschießen, wie ihr hier auch sehen könnt. Für das Bogenschießen waren unsere Kinder noch etwas zu klein, daher haben wir das nicht mitgemacht. Und später gab es dann auch sogenannte Flugstunden. Und als wir uns auf dem Weg zum Essen suchen begaben,
gerieten wir an ein Zaubererspektakel. Die beiden Kiddies haben begeistert zugeschaut und im Anschluss an die Darstellung hier, das war ein Zauberer und eine Zauberin, die sehr an Dumbledore und Hermine erinnerten, gab es hinterher noch eine Foto-Op, die meine Tochter mit Begeisterung wahrnahm. Danach war es höchste Zeit, essen zu gehen. Wir gingen ins gemütliche Courtyard Café und machten dann noch, wie erwähnt, einen Abstecher zum Dragon Quest. Und dann hieß es Goodbye, Annie Castle. Es war allerhöchste Zeit, uns auf den Weg zu machen. Von Annie Castle zum Green Tree waren es 60 Meilen und 100 Kilometer, je nachdem, wie man sieht. Wir haben dafür etwa eine Stunde 15 Minuten gebraucht. Wenn ihr dorthin wollt, achtet unbedingt darauf, dass ihr das Pub mit dem 1727 im Namen sucht, denn es gibt noch ein anderes Green Tree, etwa 10-15 Minuten entfernt. Und als wir dort ankamen, hatten wir uns erstmal gefragt, warum ist denn da kein Stellplatz, und merkten dann schließlich, dass wir beim falschen Pub rausgekommen waren. The Green Tree ist ein sehr gemütliches Pub, es gab lustige Sprüche in der Toilette, eine sehr gute Auswahl im Menü, auch für Vegetarier und Kinder, wie ich fand. Ihr könnt hier einmal das Video kurz anhalten und euch das Ganze mal anschauen, was hier alles aufgelistet ist. Morgens wurde ich von Taubengurren geweckt, wollte das auch einmal im Video festhalten, aber die Taube war dann doch ein wenig verlegen, als ich die Kamera auf sie richtete. Wir waren definitiv nicht die einzigen auf dem Parkplatz neben dem Pub, und es gab definitiv genügend Platz. Und das war also das meiste an Mitparkenden, was ich jemals gesehen hatte bisher. 9.30 Uhr waren sie jedoch alle bereits weg und wir waren die Letzten. Dann fuhren wir das letzte Stück vom Green Tree bis zum Hull Ferry Terminal, 127 Meilen bzw. 204 Kilometer, was etwa 2,5 Stunden brauchte. Und 2 Roundabouts vom Fährhafen entfernt ist uns jemand hinten aufgefahren, womit wir also definitiv keine Schuld am Unfall, aber eine Menge Ärger hatten. Ich stand unter Schock und habe daher nicht darauf so richtig geachtet, das Unfallprotokoll richtig auszufüllen, was Road Surfer auch uns mitgegeben hatte, und auch den Unfallverursacher nicht unterschreiben lassen und, besonders wichtig, leider vergessen, die Versichererinfo mir nicht geben lassen. Er riet auch davon ab, die Polizei zu rufen, da sie nur bei Personenschaden kommt, und das haben wir dann auch bestätigt gesehen, als wir später nochmal versuchten, bei der Polizei anzurufen. Zum Glück hatte er uns seine Arbeits-E-Mail gegeben und seine korrekte Telefonnummer. Später hatte er mich hingehalten und ich rief auch in seiner Firma an und wurde dort auch von seinen Kollegen unglaublicherweise gedeckt, und am Telefon wurde ich ziemlich unhöflich behandelt. Mir wurden falsche Namen gegeben, wenn ich fragte, mit wem ich gesprochen hätte, und das Telefon wurde teilweise einfach aufgelegt. Zu meinem Glück habe ich eine gute Freundin, die in England wohnt, und zusammen mit ihrem Mann half sie mir, mich da mit dem Mann und der Firma weiter zu verständigen. Sie rief für mich in der Firma an und hat dort die Damen etwas zusammengestaucht, wo ich ihr sehr dankbar für war, und hat mir auch geholfen, Nachrichten zu formulieren, auf die er sich dann immerhin noch meldete, aber letztendlich doch nur hinhielt mit der Behauptung, dass sich seine Versicherung noch bei mir melden würde. Bis zum heutigen Tage warte ich darauf. Er dachte vielleicht, dass er davonkommen könnte, weil wir vom Festland Europa kamen. Schließlich aber recherchierte ich und fand eine Seite, die heißt mii.org. Den Link teile ich unten hier in der Beschreibung dieses Videos. Und über diese Seite kam ich an einen Kontakt, der mir schließlich die Versicherungsinfos zu seinem Auto mir hat zukommen lassen. Und es gab zwar noch eine andere Webseite, über die man auch Versichererinfos erfragen konnte, aber da stand ausdrücklich, dass es sich nur für Bürger Großbritanniens handelte, die da diesen Service anbieten. An dieser Stelle also ein riesengroßes Shoutout an meine Freundin Sarah und Damien, ihren Mann, für die tatkräftige Unterstützung, die sie mir haben zukommen lassen mit den Anrufen und auch ihrerseits Recherchen. Die mentale Unterstützung, es hat mir super viel bedeutet. Und als Dankeschön hatte ich ihnen noch ein Präsent geschenkt,
von einem Online-Käseanbieter. Das hat ihnen wohl sehr zugesagt. Die Geschichte ist hier noch nicht ganz zu Ende. Monate später bekam ich jedenfalls noch Post vom Anwalt von Road Surfer mit der Bitte, Erläuterungen zum Unfallhergang einzusenden. Ich kann an dieser Stelle nicht mehr sagen, ob der Versicherer oder der Anwalt von Road Surfer nicht auch so an die Versichererinfo vom Unfallverursacher gekommen wäre, aber ich wollte auf jeden Fall meinen Teil der Informationslieferung erfüllt sehen, habe es also getan und habe auch seitdem nicht mehr vom Anwalt gehört und hoffe, dass alles gut gegangen ist für Road Surfer. Es war jedenfalls eine große, große Genugtuung, als ich dann endlich die Post sah von diesem Anwalt und wusste, dass der Fahrzeughalter, der diesen Unfall verursacht hatte und sich dann noch rauswinden wollte, doch noch zur Rechenschaft gezogen wurde. Also unten im Video findet ihr die Links zu der Internetseite, über die ich dann also an die Versichererinfo kam, und auch noch weitere praktische Links zu internationalen Unfallprotokollen. Wir kamen dann noch sehr pünktlich beim Check-in am Ferry Terminal an. Dieser öffnete diesmal 15 Uhr und wie nicht auf der Hinfahrt 16 Uhr. Ich rief von dort aus auch nochmal bei Road Surfer an und hatte eine sehr, sehr nette Kollegin am Telefon, die mich auch beruhigte, da ich durch den Schock auch emotional war. Wir hatten also genügend Zeit, den Güterverkehr beim Einladen zuzusehen. Achtet einmal auf die LKW-Spur, die sich dann geleert hatte. Und wir durften als allererstes Wohnmobil auf die Fähre fahren. Hier einmal auch beispielhaft die Kabinenschlüssel und die Buffetkarten, die wir vorab gebucht hatten. Wir hatten wieder eine Club Cabin gebucht, diese bezogen wir dann also. Und hier noch einmal ein paar Eindrücke aus der Cabin. Mehr und andere Infos findet ihr in dem anderen Video dazu, das ich euch oben rechts hier verlinke. Wir hatten also noch Zeit, uns umzuschauen und konnten einen Zeitplan uns anschauen, den wir hier erhalten hatten. Auf der Hinfahrt hatten wir so etwas nicht bekommen. Pausiert also wieder hier für mehr Infos, um es euch anzusehen. Die Veranstaltungen wurden hier aufgelistet in den verschiedenen Locations auf dem Schiff und auch die Restaurantzeiten waren hier zu finden. Wir mussten auf dem Weg zum Restaurant und zum Spielbereich durch die Lounge und waren auch entsprechend früh am Buffet und bekamen einen Platz am Fenster. Dadurch, dass wir so früh waren, gab es viel Platz am Buffet und ich kann euch hier ein paar Fotos zeigen, die aber nur das Buffet teilweise erfassen. Es gab noch sehr viel mehr Essen und das war auch alles qualitativ sehr hochwertig und auch die Bedienung vor Ort im Restaurant war wirklich sehr nett. Anschließend machten wir noch einen Abstecher zum Spielbereich und dann ging es zurück in die Lounge und dann genossen wir noch eine Runde Kinderprogramm. Der Abend schritt also voran und es brach langsam die Nacht herein. Wir hatten eine ruhigere Überfahrt und wurden am nächsten Morgen in Rotterdam von einer Ansage geweckt. Dann war es Zeit, sich zu verabschieden. Ich brachte die befreundete Mama und ihr Kind zum Rotterdamer Zentralbahnhof, also zum Hauptbahnhof. Vom Ferry Terminal aus dauerte das etwa 40 Minuten. Nachdem wir uns am Bahnhof verabschiedet hatten, ging es noch kurz durch Rotterdam. Ich wurde ein bisschen sentimental, da ich 2 Jahre dort gewohnt hatte in der Nähe.
und 1,5 Jahre in Rotterdam selbst gearbeitet habe. Dann ging es also zu zweit weiter zum Efteling. Das dauerte etwa eine Stunde und war 70 Kilometer in etwa entfernt. Gegen Mittag waren wir da und wir durften, weil wir im Wohnmobil waren, auch relativ nah am Eingang parken, was mich sehr glücklich machte. Unser Kinderroller war leider nicht erlaubt und den mussten wir dann zurückbringen ins Auto. Der Efteling ist ein riesiger Park, allein der Eingang ist schon sehr imposant. Man geht ein Stückchen entlang an einem großen See und dann entschieden wir uns dafür, zum Glück rechts abzubiegen und machten somit einen Abstecher einmal in Richtung Verpflegungskarree, sage ich mal. Dort aßen wir also Snacks zum Mittagessen und besuchten dann einige Achterbahnen, für die meine Tochter schon zugelassen war. Und nachdem wir dort die Runden gedreht hatten, ging es rüber in den Feen- und Märchenbereich, was so rum günstig war, weil wir sonst niemals daraus gekommen wären, wenn wir zuerst dort gewesen wären. Sehr empfehlen kann ich ebenfalls die Efteling-App, die einen Parkplan mit enthalten hat und einen Routenplaner anbietet mit Zeitangaben, wie lange man braucht, um zu einem bestimmten Ort zu laufen. Nach dem Mittagssnack gingen wir zur Achterbahn Max und Moritz und auch schon hier im Wartebereich gab es unterhaltsame Gimmicks. Die Achterbahn selbst war sehr schön aufbereitet und machte auf jeden Fall Laune. Wir fuhren auch eine Runde mit der Wasserbahn. Ob das eine gute Wahl war, kann ich im Nachhinein nicht sagen. Diese Holzeisenbahn oder Holzbahn sind wir auch gefahren. Das war aber schon eher was Grenzwertiges. Und für diese Bahn war meine Tochter definitiv zu klein. Achtet auf die Benebelung unten am Abgrund. Sehr beeindruckend. Das Wetter war sehr durchwachsen und so fanden wir genau zur richtigen Zeit einen Innenbereich mit Modelleisenbahnen. Und auch ein Karussell mit Orgelbespielung, was in den Niederlanden schon etwas öfter zu finden ist. Diese Orgelmusik. Anschließend ging es zum Kinderschminken, was teuer, aber auch sehr nett gemacht war. Und dann gingen wir zur Domflucht. Wir mussten sehr lange anstehen, aber es hat sich hier doch gelohnt. Wie ihr hören könnt, war meine Tochter vollauf begeistert von dieser Bahn. Wir hatten anschließend noch weitere Feenbegegnungen.
und verbrachten noch einige Zeit mit Warten auf die Parkeisenbahn, deren Abfahrzeit nicht ganz klar war. Hier hat meine Tochter in einem Modell zum Spielen sich noch die Zeit vertrieben. Dort hinten zu sehen war eine echte Fee oben in einer Schaukel. Es klappte also schließlich endlich mit der Parkeisenbahnfahrt. Und die Bahn war so voll, dass bei anderen Haltestellen teilweise die Leute nicht mit hinzusteigen konnten. Als letzten Abschnitt besuchten wir den Märchenwald, der sehr schön aufgemacht war. Meine Tochter wollte sich das unbedingt noch ansehen, obwohl der Tag lang gewesen war und sie schon ziemlich müde war. Also gingen wir noch eine kleine Runde. Und verabschiedeten uns am Ende von der schreibenden Feder, die dort die Märchen aufschreibt, vor dem Efteling-Eingang. Es ging dann 20 Minuten weiter zum Ibis-Hotel, wo wir über Nacht standen und auch hier wiederum nicht die einzigen waren. In den Niederlanden ist Freistehen nicht erlaubt, daher hatten wir also hier den Stellplatz genommen und zahlten etwa 20 Euro für die Übernachtung. Es gab auch Möglichkeiten für den Stromanschluss, wie ihr sehen könnt. Und wir gönnten uns auch noch eine Frühstücksbuchung für den nächsten Morgen, etwa 15 Euro pro Person, soweit ich mich erinnern kann. Das Frühstück war auch ein weiteres der vielen Highlights auf dieser Reise. Hier viele Streusel zur Auswahl und Marmeladen. Es gab frisches Obst und mein Lieblingsgerät beim Frühstück war dieses Waffeleisen, wo wir uns frisch Waffeln zubereiten konnten. Der Teig wurde auch immer wieder neu frisch nachgefüllt. Also das Hotel an sich ist nicht gerade eine Augenweide, aber ich kann das Frühstück dort auf jeden Fall von ganzem Herzen empfehlen. Dann ging es weiter in Richtung Berlin und hielten nochmal eine Nacht bei Obstbauer Wedeking in der Nähe von Hannover. Wir waren dort leider am Ruhetag und konnten dadurch nicht den Hofladen genießen, wurden aber dennoch nett empfangen. Zum Glück gab es dort einen überdachten Sandkasten, in dem sich meine Tochter die Zeit vertreiben konnte. Anschließend ging es also die letzte Etappe bis nach Berlin, das Wohnmobil ausräumen, sauber machen und schließlich zurückbringen. Hier noch einmal ein Best-of aus unserer Reise. An dieser Stelle möchte ich mein ganz großes Dankeschön aussprechen an die befreundete Mama und ihr Kind, die mit uns mitgekommen sind und das volle Programm mitgemacht haben und auch die Kosten nicht gescheut haben, die so eine Reise mit sich bringt. Im Wohnmobilreisen ist auf jeden Fall nicht immer einfach, weil man auf engem Raum miteinander auskommen muss. Auch vielen Dank für die schönen Fotos und Videos, die ich hiermit veröffentlichen darf. Und auch mein Dankeschön geht an Geoff Harvey für seine tolle Musik, die mir geholfen hat, diese Videos musikalisch zu untermalen. Er hat auch einen YouTube-Kanal, den ich hier verlinke. Vielen Dank an euch fürs Schauen meiner Videos. Ich freue mich über jeden einzelnen Besuch von euch und bin jedes Mal ganz aus dem Häuschen, wenn ich einen neuen Abonnenten auf meinem Kanal sehe. Ich hoffe, ihr findet meine Videos informativ. Lasst gern ein Like und ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Teilt meine Videos mit Freunden und dann bis zum nächsten Mal.